Also man darf auf keinen Fall direkt wieder zurücklaufen, sonst war's das. Das ist jetzt die Erkenntnis daraus. Hallo und herzlich willkommen zur 118. Folge Space Engineers im Multiplayer. Ja, ich bin hier dabei, diese Naquada-Produktionsmaschine zu bauen. So, was fehlt uns? Interne Panzerung fehlt uns. Motorherstellung. Ein kleines Steuerrohr. So, das sind 1x100. Und dann stellen wir nochmal 500 her. Stahlplatten, interne Panzerung. So, schauen wir mal, was uns dann noch fehlt. Herstellungskomponenten, eine und eine Energiezelle. Energiezelle. Und eine Herstellungskomponente. Gut, das reicht uns. Jo, fertig.
Stahlplatten brauchen wir. Okay, dann holen wir Stahlplatten. Wie gesagt, Sauerstoff müssen wir im Auge behalten. Brauchen wir auch eine Energiezelle, also die hätten wir eigentlich ausladen brauchen. So, okay. Herstellungskomponenten fehlen uns ein paar. Ansonsten haben wir alles. Da muss ich mich dann aber auch noch mal schlau lesen, wie das funktioniert. Wollen wir mal ein paar Stahlplatten bauen, nicht dass da einer gegenballert und dann haben wir ein Problem. Dann brauchen wir noch mal ein paar. Aha. Mond.
Asteroid heißt das Ding erstmal. Gut, wir nehmen eine Quada mit. Logischerweise. Das packen wir mal alles aus. Mehr als 370 geht nicht. Okay. Dann packen wir mal hier ein bisschen was rein. Restlichen 130 da drin. Ja, und dann geht's ab zurück zum Mond. Was haben wir hier? 16 Stunden noch. Okay. Das sollte ja allemal reichen. Siebenundneunzig, achtundneunzig, neunundneunzig, 100. Vollgas. Ungefähr 26 Kilometer. Das sollte schnell geschafft sein. Tja, jetzt geht's zurück zum Mond und dann wollen wir mal gucken, dass wir da auch ein Stargate bauen und dann wollen wir mal gucken, ob das funktioniert mit dem Hin- und Herspringen. Und das nächste wird dann sein, eine Erdbasis zu bauen. Nur da muss ich mir mal was überlegen, was ich da für ein Schiff baue. Damit ich da auf die Erde runterkomme, ohne gleich platt zu sein. Denn das wäre ja nicht Sinn der Sache, zumal im Augenblick kann ich nicht auf die Erde runter, weil mir die Station nicht gehört. Denn da wäre dann der nächste Punkt, ein Stargate zu bauen. Um dann zwischen diesen drei Punkten schon mal hin und her springen zu können.
So, mal ein bisschen auf die Gravitation achten. Denn sobald wir in die Gravitation kommen, müssen wir dann unsere Triggerdämpfer einschalten. Ansonsten haben wir das Problem, dass es einmal klatscht und das war's mit uns. Gravitation ist immer noch null. Also passiert noch nichts. Immer noch null, aber der Mond kommt näher. Jawohl, wir sind im Bereich der Gravitation. 2300 Meter hoch. Unter 2000. Da ist Nickel. Da ist die Station. Also Trägheitsdämpfer an. Okay. Und einmal hoch. So, dann schalten wir mal die Kamera ein.
So. Verbunden und schon ist meine Energie wieder da. Sehr schön. Aus und verriegelt. Wir haben es geschafft. Wir sind zurück auf dem Mond und wir haben eine Quader. Gut. Ah ja, das sind die fertigen, genau. Ja, dann sollten wir vielleicht mal gleich hier von den fertigen was mitnehmen. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Das, das. Fertig. Stahlplatten fehlen uns. Anzeige fehlt uns noch.
Potato. Eat. So, das Stargate. Heißt. Mond. Na, dann schauen wir mal. Und können wir auch wieder zurück. Wenn wir zurückgehen, sterben wir. Also müssen wir noch mal hier anwählen. Ja, irgendwo hier. Irgendwo hier ist mein ganzes Inventar. Quader.
Also man darf auf keinen Fall direkt wieder zurücklaufen, sonst war's das. Das ist jetzt die Erkenntnis daraus. Ja, das heißt, das gesamte Inventar, was wir hatten, ist weg. Aber zum Glück hatten wir ja auf dem Mond. Military Mine Layer und der andere Raiding Outpost. Also der würde mich ja wirklich reizen, den zu übernehmen. Aber gut, wir sind am Ende dieser Folge. Das, was wir schaffen wollten, haben wir geschafft. Wir haben unser Stargate. Wir können direkt zur Station hoch, können da was minen, wenn wir was brauchen, können zurückkommen. Es funktioniert. Ja, schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.